So, meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Episode des Pokémon Y Let's Plays. Und in dieser Episode, ja, machen wir mal weiter mit dem Miroir-Weg. Und einige haben mir gesagt, yo, Regi, das ist in der Tat erstmal ein Hololog. So, hallo, wenn ihr mich nicht irre, solltest du demnächst in Niantara City ankommen. Das bedeutet, dein Pokémon-Abenteuer in der Kalos-Region macht große Fortschritte. Niantara City ist übrigens das Zuhause eines großen Gelehrten in Sachen Mega-Entwicklung. Deswegen nennen ihn auch alle Mr. Mega. Deinen Freunden habe ich auch schon von ihm erzählt. Schau unbedingt bei ihm vorbei. Ja, vielen Dank, Professor Plantan. Leider habe ich jetzt gerade ihren französischen Dialekt vergessen, aber nehmen Sie es nicht übel. Zu Schneider. Uns fehlt der Schneider. Na egal. Ja, wir waren in der letzten Episode hier auf dem Miroir-Weg stehen geblieben, auf dem Spiegel, Weg. Und wir bringen jetzt erstmal Zerschneider Jungblut bei. Finde ich immer ein bisschen schade, aber Jungblut hat so einen tollen Attacken-Move-Pool. Der braucht zum Beispiel gar keinen Schnabel. Wann haben wir zuletzt Schnabel benutzt? Ja, gar nicht. Seht ihr? Ja, eben. So, und ich denke, oder ich dachte mir jetzt, diese Episode werde ich dazu nutzen, einfach mal ein klein wenig über ein gewisses Thema reden. Was jetzt natürlich top aktuell ist. Und zwar Pokémon, Omega Rubin und Alpha Saphir. So, meine Meinung dazu wollte ich jetzt eigentlich in dieser Episode hier kundtun, falls es hier irgendeinen interessieren sollte. Hey, ein Supertrank. Nice. Ja, nichts entgeht hier meiner Itemspürnase. Man nennt mich nicht umsonst die Itemspürnase aus Düsseldorf. Ja, und boom, paff, zack. Jetzt zeigt sich, was das ganze Training gebracht hat. Eieiei. Und ja, meine Meinung zu Omega Rubin und Alpha Saphir ist halt wie folgt. Ich habe mich dazu ja noch kaum geäußert, eigentlich. Ja, und meine Meinung dazu ist einfach wie folgt. Ich finde es erstmal extrem toll, dass uns diese beiden Pokémon-Editionen in Zukunft, ich sag mal, besuchen werden. Denn die sind einfach 1A. Das sind so Pokémon-Editionen, die irgendwie war das jetzt gerade extrem blöd. Naja, egal. Das sind also Pokémon-Editionen, die wir alle kennen. Wobei einige, die haben ja nach der zweiten Generation aufgehört. Oder viele, die ich kenne, die haben nach der zweiten Generation Pokémon aufgehört. Die haben gesagt, die Pokémon sahen einfach in Rubin Saphir nicht entsprechend aus. Also anziehen und so weiter und so fort. Die sahen halt einfach komisch aus. Den kann ich auch teils zustimmen. Die sahen halt schon ein bisschen revolutionärer aus, sag ich mal. In Rubin und Saphir. Aber das ist natürlich für mich als Spieler kein Grund, diese beiden Spiele nicht anzufassen, denn die gehören einfach dazu. Wie Arsch auf Eimer. Mag man so schön sagen, aber die gehören einfach zu den besten Pokémon-Generationen dazu. Die Hyrengeneration besticht meiner Meinung nach vor allen Dingen durch so kleinere Features, die dann aber letztendlich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Beispielsweise die Geheimbasen. Falls ihr aber natürlich Pokémon immer alleine gespielt habt und im Real Life keine Freunde hattet, die es mit euch gespielt haben, seid ihr wahrscheinlich nicht so auf den Genuss von Geheimbasen gekommen, aber für den ganzen Rest, boah, da waren Geheimbasen natürlich schon extrem lustig, extrem geil und die haben mega viel Spaß gemacht, kann ich euch sagen. Und deswegen freue ich mich schon insbesondere auf die Geheimbasen in Pokémon X und Y, weil mit dem Wi-Fi-Feature wird man da bestimmt noch einiges mit anstellen können in den neuen Pokémon-Editionen. Und dann kommt dann vielleicht noch so etwas dazu wie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, neue Items wahrscheinlich auf jeden Fall, aber es wird da wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Extras geben. Und von daher freue ich mich schon insbesondere auf die Geheimbasen. Und eine Sache, die Nintendo jetzt bisher, oder Game Freaks, sagen wir Nintendo jetzt einfach in Zukunft, noch nicht bestätigt hat, ist die Kampfzone. Das ist somit das Element, was mich am meisten reizt. Die Kampfzone ist einfach in-game das wohl herausforderndste, was man finden wird. Und es ist einfach Kult, wie ich finde. Die Kampfzone in hier Smaragd, in der Smaragd-Edition, die war auch einfach die beste von allen Kampfzonen, die es dann in Zukunft gab. Und die hat mir unzählige an Stunden geraubt. Die hat mich mit ins Competitive Battling und das Internet gezogen und es ist einfach, ah, Zauberblatt. Haben wir endlich mal etwas Besseres als Rasierblatt, inklusive speziell. Ha! Und das war einfach nur 1A, sag ich euch.
Und ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, alle Gold-Symbole, alle Silber-Symbole auch gefarmt in den beiden Editionen, weil die, ich weiß, ich wollte es einfach unbedingt haben. Es gab da einige Symbole, die haben mir wirklich Stunden geraubt. Die haben mir wirklich Kampfzerbrechen bereitet, wie zum Beispiel der Kampfpalast. Boah, für den muss man ja eigentlich sogar extra breeden. Weil das ja immer, weil man ja eigentlich ja gar keine Kontrolle über seine Pokémon hat und das einfach nur davon zusammenhängt, welches Wesen das Pokémon hat und zu welchem Attackentyp seine Attacken zählen, ja. Also die Attacken wurden dann nochmal zusätzlich in drei Kategorien unterschieden. Ich glaube, Kraft oder irgendwie, keine Ahnung mehr, wie die Kategorien hießen. Auf jeden Fall waren es drei Kategorien. Und je nachdem, welches Wesen euer Pokémon hatte, hat sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, welche von diesen Kategorien es eingesetzt hat. Ich glaube, das robuste Wesen hat dann eher so physische Sachen eingesetzt, während das Geist gab es, glaube ich, noch, während das Geistige irgendwas anderes gemacht hat, keine Ahnung. Und das war schon ziemlich interessant, genauso wie dieser Himmelskampf jetzt gerade. Wir haben ja jetzt auch unser Aerodactyl. Oh, wobei es eventuell nicht ganz so schlau gewesen ist. Ja, genau deswegen. Ich Molga gegen Crash. Und wir haben nur ein Pokémon. Und jetzt müssen wir auf Crash hoffen. Von daher hoffe ich für dich, mein lieber Freund Crash, dass du wenigstens ein Tool auf Emolga landen wirst. Nein. Doppelteam. Nein. Erinnert mich irgendwie hier an Black and White. Mein Let's Play dazu. Zu den ersten beiden Spielen. Oh mein Gott. So bis trifft. Flinch und kein Statik. Bitte. Okay. Jetzt muss die nächste Stärke treffen. Ich habe jetzt einfach nur gegen diese Trainerin gekämpft, weil ich euch mal einen Luftkampf zeigen wollte. Und jetzt geht's los. Oh no. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir treffen. Crash, mein Freund. Sehr schön. Level up ist das wahrscheinlich auch, weil Emolga auch relativ viele. Boah. Ingal. Ah. Ich will jetzt nicht gegen so eine Trainerin verlieren. So, Wingull ist weniger gefährlich als Emolga. Das heißt, wir heilen jetzt erstmal Crash. So. Und die Kampfzone, wie gesagt, die war extrem geil. Da waren wir ja stehen geblieben. Und die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr noch eine alte Smaragd-Edition habt und euch noch nie wirklich mit der Kampfzone beschäftigt habt, dann packt euch einfach mal den DS aus und spielt mal bis dahin. Und dann werdet ihr sehen, wie herausfordernd das eigentlich ist. Und wie anziehend, ja, anziehend ist ein gutes Stichwort, wie anziehend eigentlich diese Magie der Kampfzone auf euch wirkt. Das ist einfach nur, wow. So, Crash, enttäuscht mich gerade richtig. So, und ich mache jetzt einfach mal No Risk No Fun. Das ist mein Motto, wenn wir jetzt nicht angreifen, verlieren wir halt. Ja, okay, verlieren wir. Hoppelapap. Haben wir den Ingame-Kampf verloren? Genau denselben Kampf habe ich auch gegen. Genau denselben Kampf habe ich auch verloren. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ja, und das ist halt extrem scheiße irgendwie. Diese Luftkämpfe, die wurden ja irgendwie gehypt, aber irgendwie kann man online keine Luftkämpfe machen, keine Himmelskämpfe. Und allgemein sind diese Luftkämpfe ziemlich mau, wie ich finde. So, das mit dem Spiegel ist ja echt cool. Ihr seht ja hier in dem Spiegel, dass der Typ uns im Spiegel sieht. Und deswegen reflektiert sozusagen seine Sicht vom Spiegel zurück und er sieht uns halt auch, wenn er mit dem Rücken zu uns steht. Finde ich von der Idee her eigentlich echt gut gemacht. So, das ist jetzt die Spiegelhöhle. Und Aerodactyl ist down. Ja, Aerodactyl ist down. Okay, ist natürlich ein bisschen schade, aber mir soll es recht sein. So, wir müssen immer noch Dragoon leveln, weil, ja, ihr seht schon. Dragoon ist mit 3 Level unter diese Pokémon bis jetzt. Die Smashock Level 28 hat mir komplett den Rest gegeben. Und Schnüffler. So, Geradax, du schnüffelst wohl gerne. Dafür habe ich einen astreinen Stoff für dich, wenn du magst. Meine ich mich umsonst den Schneemann aus Düsseldorf. Regi der Schneemann aus Düsseldorf. Genau, das ist mein Spitzname, Leute. Von daher achtet mal drauf, wenn ihr den Namen in den Medien hören solltet, dass ich irgendwann mal festgenommen werde oder so, dann wisst ihr, was Sache ist. Der Schneemann aus Düsseldorf. Regi Bang. So, ansonsten, okay, den Detektor können wir hier gar nicht benutzen. Äußerst schade. Aber in der Spiegelhöhle gibt es meines Wissens nach viele Psycho-Pokémon. Natürlich, Gesteins-Pokémon ist ja eine Höhle. Und, auch wieder paar Feen. Unter einem Pantimos, das haben wir ja eben im Doppelkampf gesehen, ist ja von Typ Fee. Und Pantimimi auch. So, eigentlich wäre das jetzt auch eine gute Gelegenheit, Dragoon zu trainieren.
Mantimimis geben nämlich Spezialangriff EVs, genau. Und da könnten wir doch eigentlich einen speziellen Sweeper draus bauen. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir uns ein spezielles Brutalander machen. Was aber halt nervig ist, ist das Hydropumpe und Drachenpuls. Komische Dings-Moves sind. Wie heißen die? Zucht-Moves. So. Kiesling und Rockora. Ja, Rockora. Das wird im kommenden Pokémon-Movie, denke ich mal, eine wichtige Rolle spielen. Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Von daher könnt ihr euch jetzt eigentlich schon auf den kommenden Movie freuen. Ich hab's ja nicht mehr so mit den Movies und... Ah, was ist das denn? Keine Ahnung. So, da können wir nicht hoch. Da ist eine komische Professorin. Da ist ein Schatten. Den können wir natürlich nutzen, um da irgendwie... Hey, Zubiris. Zubiris ist ein gutes Spielwort. Habt ihr die Mega-Entwicklung von Zubiris gesehen? Boah, meine Freunde, war ich gehypt. Zubiris, nachdem Flunkiefer eine bekommen hat, war es eigentlich meiner Meinung nach schon klar, dass hier Zubiris auch eine bekommen wird, weil Flunkiefer und Zubiris, die sind ja, gehören ja mehr oder weniger zusammen, sehr so wie Pech und Schwefel. Falls ihr es noch nicht wusstet, das erkennt man einfach daran, dass in jeder Gen, da gibt es ja, so ist es erstmal Schutz, da. In jeder Gen, da gibt es ja erstmal so, meistens so Version-Exclusives, sage ich mal. Darunter auch so Sengo und Vipites. Sengo gab es damals nur in Rubin und Vipites gab es, glaube ich, nur in Saphir. So, und dann war es halt wirklich in der Tat so, dass man das hier, dass man das so angenommen hat, dass die beiden einfach Rivalen sind. Und ich dachte, es gibt mehrere von den Pokémon, es gibt auch mehrere von diesen Rivalen, sage ich mal. Es gibt ja zum Beispiel noch Kamerupt und Vylord. Ich finde, Vylord und Kamerupt sind auch noch so Pokémon, die mehr oder weniger eigentlich miteinander, ja, Rivalen sind, kann man glaube ich sagen. Und, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in meinen Augen sind das einfach so Rivalen. Gefährlich. Sehr gefährlich. Yui Testo. Was machen wir gegen Yui Testo? Ich finde, diese Trainerin ist mit einer der gefährlichsten im ganzen Spiel. Einfach mal so ein Yui Testo. Ich meine, guckt euch das mal an. Nach einem Plus 1 Protzer ziehe ich gar keinen Schaden auf diesem Yui Testo ab. Das ist unglaublich. Also, ich weiß nicht, falls es irgendwann mal so eine schwierigere Version von diesem Spiel gibt. Wow. Die wird es in sich haben, sage ich euch. So Pokémon wie Yui Testo in diesem Stadium des Spiels nach dem zweiten Raum, die sind schon krass. Die haben schon echt in sich, sind schon echt heftig. Muss ich sagen, ich mal, guckt euch das mal an, ich zieh nichts ab. Was ist das denn? Meine Güte. Ist mein Team so scheiße? Nein, ist es nicht. Mein Team ist eigentlich total geil. Mann, 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 Mann. So, nochmal. Aquavelle. Und es ist nicht... Unglaublich. Es ist einfach unglaublich, meine Freunde. Ich kann das gerade nicht in Worte fassen. Wir werden hier von einem Yui Testo zerlegt. Was ist das denn? Mann, Mann, Mann. So, Elektroball. Komm, Schatz. Schaffst du. Elektroball muss ein K.O. sein, weil Yui... Lächerlich. Boah, das ist einfach nur lächerlich. Yui Testo zu 7 Stadien des Spiels einzubauen. Nintendo, was habt ihr euch da nur einfallen lassen? Eieieiei. So, Kopfnuss. So, weil Kopfnuss hat auch noch die Möglichkeit zu flinchen, aber jetzt können wir beruhigten Herzens sagen, dass unser Dragoon ein Pokémon besiegt hat. Und jetzt kommt die hier in der Tat mit einem Restladero an, mit dem ich glaube ich gar nicht gerade gerechnet hätte. So, Restladero ist meiner Meinung nach eins der coolsten Pokémon aus der 6. Gen auch. Also kommt diese Kategorie mega geil rein. Restadero. Ist auch in diesem Stadium des Spiels mega gut, wie ihr seht. Und ja. Was machen wir denn da jetzt? Wenn ich jetzt nicht gegen diese Bitch verlieren will, muss ich wohl einen Beleber opfern. Und den Beleber werden wir für Crash benutzen. So. Nochmal Aeroas und Aeroas wird leider Flower Power besiegen. Ich meine, was soll ich denn auch groß machen jetzt gerade, ne? Ja, richtig zerlegt. Schade ist aber, dass Crash jetzt gerade im Moment leider keinen.
Die hat jetzt nicht ernsthaft Felsgrab ausgepackt, oder? Hat die jetzt gerade ernsthaft Felsgrab ausgepackt? Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Was soll ich denn da jetzt machen? So, jetzt müssen wir ja ein bisschen strategisch vor. Wir werden gerade von dem Restalero zerlegt. Das sind alles diese Big Basic Pokémon. So. Wie schnell war denn Crash? Crash hatte 69 Speed. Pff. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, keins unserer Pokémon ist schneller als das Ding. Unsere Pokémon, die werden alle down gehen. Gegen diese scheiß Restalero. Mann, das overpowert dieses Kackding. Und ich habe auch gar nicht mehr so viele Beleber. Ich habe nur noch einen. Den muss ich jetzt weise benutzen. Das ist auch schlimmer als die Arena-Leiterkämpfe hier. Jungglut. Nee, Jungglut kassiert ein Aeroas. Und es ist langsamer. Psyo ist leider auch langsamer. Es kassiert irgendwie Dampfwalze vielleicht. Ich denke, das Weiseste wäre, wenn wir Gamma Bunta reinwechseln. Das nervig. Vor allen Dingen zieht das auch so viel Schaden ab, ne? Restalero, das ist auch ein sehr cooles Pokémon. Ich meine, wenn ihr mal meine Wi-Fi-Kämpfe gesehen hättet, dann wüsstet ihr, dass es echt gut ist. Gut. Ja, neues Wort, Leute. Gut. Was kann ich denn jetzt groß machen? Es ist schneller als wir. Es ist schneller als wir. Macht es denn einen Two-Shot auf uns? Weil dann hätten wir eigentlich so gut wie verloren. So, müssen wir uns jetzt hier wirklich mit Supertrank durchwallen. Eine Taktik, die ich eigentlich gar nicht mag in Let's Plays, aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig. So, Aeroas sollte, glaube ich, ja, okay. So, und Aeroas gleich wird, wenn sie es wieder benutzt und nicht crittet, noch von Sturzbach verstärkt. Das heißt, es könnte sogar ein K.O. sein, wenn wir glücklich sind. Nee, aber, stopp, wir haben Ruckzuckieb. So, und wenn Ruckzuckieb jetzt kein K.O. ist, dann, okay. Wow, war das knapp, Alter. Boah. So, Level 28 für Gamma Bunta. Boah, ey. Und Schleuder. Naja, Schleuder ist ein Typ Unlicht-Move, der das Item, was Gamma Bunta trägt, dann wegwirft. Aber du bist der stärkste Trainer. Ja, vielen Dank. War auch nicht gerade einfach, gegen dich zu gewinnen, Alter. So. Wir können jetzt aber beruhigten Herzens weitermachen. Mondstein. Hätte ich jetzt eigentlich gesagt, aber... Aber was ist das da oben? Ja, wir müssen Schutz weiter einsetzen. Das ist, können wir dir ausweichen? Nein! Ob ich ein Astrainer bin? Nein, ich bin einfach ein Pokémon-Fan. Okay. Glück gehabt. Das ist eine Astrainerin! Oh mein Gott! Die hat uns verarscht! Alter! Ackerwelle? YOLO? Boah, habe ich gerade echt YOLO gesagt? Verdammte Scheiße. So, Ackerwelle ist ein K.O. Dank Sturzbach. Wir machen jetzt einfach Sturzbach-Strats. Wir kämpfen uns mit Sturzbach durch. Iguana. Oh mein Gott, ich glaube, das hat Trockenheit. Egal, nochmal. Es hat Trockenheit. Nein! Nein! Nein, ich wusste es sogar! Oh nö! Oh nö! Ja, toll. Alles wegen dieser einen Scheißtrainerin war. Wie hieß die? Yoko hieß die. Yoko und Lars. Klaas. Lars Unlimited. Klaas Unlimited. Och, ist das scheiße. Haben wir diesen Part zweimal verloren. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ey. Mann. Und unsere Level sind eigentlich ganz gut. Okay, wir haben Jungglut Level 30 und Dragunov Level 24 am niedrigsten. Alle anderen Team sind irgendwo dazwischen. Schaffen wir denn überhaupt die nächste Arena? Sollten wir eigentlich schaffen. Hoffe ich, denke ich. So, ich möchte jetzt noch gerne meine Revenge an der Trainerin gehen, die wir eben verloren haben. Damit wir sagen können, wir haben wenigstens ein paar bisschen was erreicht. Immerhin haben wir Yoko besiegt. Die da. Yoko, ey. Ich hasse die. Ich hasse die jetzt schon. Und wisst ihr, gleich irgendwo wäre, glaube ich, ein Gebiet gewesen, in dem wir unsere Pokémon heilen hätten können. Toll. Mann, alles wegen Leslie.
Wisst ihr, ich habe noch so große Hoffnung. So, ah, sie ist kein Astrainer. Ja, ein Pokémon-Fan. Die sind locker. Ja. Und dann packt die eiskalt ihre Astrainer-Kleidung aus. Meine Güte, ey. Kriegen wir da übelst aufs Maul. So, egal. Dodo besiegt. Pikachu erreicht jetzt Level 26. Ich glaube, 26 ist das Level, wo wir endlich auf einen der stärksten Elektromoves hoffen können. Ja, Slam. Slam, meine Freunde. Der stärkste Elektromove überhaupt. Bringen wir jetzt aber Pikachu auch anstelle von Ruckzuck bei. Ich habe jetzt eigentlich mit Donnerblitz gerechnet. Wann lernst du denn Donnerblitz? In der Game-Edition war es nämlich so, dass es das immer recht früh lernt. So, Iguana war das, ne? Iguana hat keine Chance gegen Dragoon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben nämlich eine Elektroresistenz und auch sonst klatschen wir Iguana eigentlich mit Dragoon weg. So ein bisschen Frust rauslassen. Klingensturm. Okay, Klingensturm ist jetzt natürlich böse. So, ich habe vergessen, dass Iguana vom Typen normal noch ist. Das heißt, mit Zertrümmer könnten wir hier eigentlich am meisten... Dragoon, ey. Warum tust du mir das an, Bro? Warum? Warum tust du mir das an? Dragoon, ey. Warum ist er so schwach, Leute? Ich verstehe es nicht. Und es dauert, braucht noch 6 Level, um sich überhaupt zu entwickeln. Und Raschel ist jetzt auch nicht die Welt. Warum, Leute? Warum? Ich verstehe es nicht. Oh, Granbull. Granbull. Von Typen Fee, ne? Nicht mehr normal, dürfen wir nicht vergessen. Ich denke, Gamma Bunter ist hier eine gute Wahl. Bedroher von Granbull wirkt. Eieiei. So, nochmal. Aquarelle. Wie zieht's ab? Ein Drittel? Ja, gutes Drittel. Kopfnuss zieht aber nicht. Egal. Ah, okay, okay. Wir sind aber auf 4 Level jetzt drüber. Und Granbull ist jetzt, glaube ich, nicht mit Yuitesto oder so zu vergleichen. Zum Glück. Sonst gäbe es hier Tote, ich garantiere es euch. Boah, ey, dieses Restadero und dieses, Yuitesto, die haben es wirklich in sich. Also, wenn ihr da bei den beiden seid, die werden euch richtig fordern, sage ich euch. Wenn ihr nicht entsprechend gewappnet seid. Ich hatte, glaube ich, zu dem Punkt schon ein, Malamar. Hieß es, glaube ich, so ein Psycho-Pokémon. Oder keine Ahnung. Die haben mir, glaube ich, bis jetzt immer ein bisschen Probleme bereitet. So, wir gucken gerne noch weiter. Bis zu dem einen Punkt. Wie ich euch garantiert habe, da oben müssen wir den Stein bewegen, da geht es nicht lang. So, sind wir. Oh, wir sind da. Das ist sie. Meine Freunde, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und bis bald. Ciao, euer Regi.